Der Treffpunkt der Metallhandwerksbranche ist in diesem Jahr erneut das Vogel Convention Center in Würzburg. Mehr als 290 Teilnehmer informieren sich in Fachvorträgen über die aktuellen Themen des Metallhandwerks. Praxisorientierte Vorträge helfen Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Arbeit im Betrieb. Ja, die Firma Netzhoff kommt immer wieder gerne, jetzt zum 8. Mal mittlerweile, weil wir haben hier ein erlesenes Fachpublikum. Wir bieten eine Fachsoftware, also dementsprechend passt das gut zusammen. Auf dem Metallbau-Kongress bin ich, weil ich einfach sehen möchte, was sich verändert, was sich in der Branche verändert, was sich auch natürlich, was denken andere, was sind die Ziele und was ist die Motivation auf jeden Fall, die sich im Metallbau, ja, die den Metallbau zurzeit prägt. Für Metallbauer stehen die Tornormung, ausgewählte Schadensfälle, Baurecht, Arbeitsschutz und IT-Sicherheit auf dem Programm. Feinwerkmechaniker erfahren viel über Industrie 4.0 und digitale Fertigung. Ja, ich bin eigentlich jedes Mal auf dem Kongress. Man sieht immer Bekannte, man kann sich austauschen vom Norden bis Süden. Also etwas nimmt man immer mit, was man im Betrieb brauchen kann. Einfach auch das fachliche Miteinander hier, was man sonst eigentlich nirgendwo hat. Gemeinsam für alle Unternehmer des Metallhandwerks finden Vorträge zur Fachkräfte- und Nachwuchswerbung statt. Als besondere Anregung dient auch das fachübergreifende Referat zu der Frage, wie Unternehmer die Denkwerkzeuge der Natur für ihre Unternehmenspraxis nutzen können. Werkzeuge und Dienstleistungen, eine große Fachschau führender Zulieferer des Metallhandwerks, dient der Beratung der Handwerker in Sachen Produktivität und Innovation. Ist natürlich gerade in den Pausen doch immer noch interessant, dass man dann mal rumlaufen kann, sich weiter informieren kann. Die Teilnahme an der Fachschau lohnt sich für uns in jedem Fall, weil wir haben schon tolle Gespräche geführt und auch schon Folgetermine vereinbart. Wir finden hier unsere Zielgruppe. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt mit unseren Endkunden. Abends wird es festlich. Für herausragende Leistungen werden die 7 Gewinner des Deutschen Metallbaupreises und des Feinwerkmechanikpreises geehrt und ausgezeichnet. Ich finde es natürlich total klasse und freue mich total, dass wir ihn gewonnen haben. Der Preis hat eine sehr hohe Bedeutung für mich, weil ich weiß, es ist die höchste nationale Auszeichnung im Bereich Türen. Das ist eine ganz, ganz große Ehre für mich. Mit diesem Preis kann ich hier und da auch wieder die Batterie auffüllen, die manchmal an manchem Abend, an manchem Sonntagabend auch leer ist. Das ist natürlich eine tolle Sache, auch für meine Mitarbeiter. Und für die habe ich eigentlich den Preis entgegennehmen dürfen. Herzlichen Dank. Der Metallkongress als wichtigster Branchentreff liefert seinen Teilnehmern hohen fachlichen Nutzen. 2017 findet er am 3. und 4. November bei unserem Partner Würth in Künzelsau statt. Sichern Sie sich den Termin.